Hallo ihr Lieben, wir schauen uns heute das Dezember 2022 Reading an, und zwar für den Widder. Was bekommen wir denn für den Widder? Oh, da sind schon die ersten zwei Karten, Königin der Schwerter, Fünf der Stäbe. Was bekommen wir noch für den Widder im Dezember? Der König der Münzen, der Magier, das ist besonders gut. Was bekommen wir noch für den Widder, bitte? Okay, ganz eindeutig, die Sechs der Münzen hat sich umgedreht. Die Neun Kelche. Was noch für den Widder? Die Königin über dem König der Münzen, das finde ich ganz, ganz toll. Noch für unseren lieben Widder. Wir haben die Temperance Card, den Hierophant, die Karte des Stieres und hier die Karte des Schützen. Dann haben wir die sieben Münzen und auf dem Boden des Decks ist die Königin der Kelche. Okay, mein lieber Widder. Wir sehen jetzt mal nach, welche Karten deinem Sternzeichen entsprechen. Du bist ja ein Feuerzeichen, das heißt, wir haben hier die Fünf der Stäbe erstmal, die deine Energie sehr stark subventioniert. Ansonsten haben wir hier interessanterweise keine Stäbe, sondern nur Münzen, Schwerter und Kelche und große Arkane natürlich. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass hier das Traumpaar vorhanden ist, und zwar König und Königin der Münzen. Das kann jetzt sein, dass das deine Partnerschaft darstellt. Wenn es das nicht tut, kann es sein, dass das deine Eltern oder Großeltern darstellt. Das sind auf jeden Fall, das ist ein Pärchen. Dieses Pärchen ist sehr, ja, gut betucht. Die haben viel Lebenserfahrung. Die sind schon über 40, meistens sogar über 50 Jahre alt. Die sind ein Traumpaar. Also die wissen ganz genau, wie man mit Geld umgeht, wie man Strategie mit Geld anwendet, sodass es sich vermehrt. Die müssen sich um nichts mehr Sorgen machen. Die haben Haus, Hof, Auto, Kinder, Enkelkinder. Da ist einfach alles wunderbar. Ja? Und das sind die Könige und Königin der Stabilität. Das heißt, hier ist sehr viel finanzielle Stabilität im Dezember angezeigt. Ja? Und auch die Liebe, weil dieses Traumpaar hier repräsentiert ein Liebespaar oder Ehepaar. Ja? Das heißt, hier sieht es sehr gut aus für das Finden eines Partners, der ebenso denkt wie du. Ja? Und für die finanzielle Stabilität sieht es auch fantastisch aus, gerade wenn wir die 6 und 7 der Münzen auch noch haben. Die 6 der Münzen symbolisiert ja Geben und Nehmen ist im Gleichgewicht. Entweder jemand gibt dir Geld, wenn du es brauchst, oder du gibst jemandem Geld, wenn er es braucht. Das heißt, es ist auch die Energie davon, ja, für den Job, den ich mache, bekomme ich das Geld, das ich dafür zu verdienen gedenke. Ja? Dann haben wir hier die Sieben der Münzen. Das ist ein bisschen die Karte des Wartens. Das heißt, du hast vielleicht ein paar Münzen investiert in eine bestimmte Aktie oder in irgendein Projekt und du wartest jetzt gemütlich und geduldig, bis das wächst. Ja? Die anderen Münzen, die kommen sowieso. Die hast du eh. Ja? Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ganz viel Reichtum sieht man auch hier. Ja? Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber da ist eine Schatzkiste, die vor Münzen nur so überquillt. Das heißt, der Reichtum, der finanzielle, der ist hier gegeben im Monat Dezember. Und was wir noch haben hier mit der Neun der Kelche ist eine große Wunscherfüllung, eine emotionale Wunscherfüllung. Etwas, das dich wirklich glücklich macht, kommt im Dezember endlich zustande. Vielleicht ist es diese Liebesbeziehung, vielleicht ist es das große Geld, der neue Job. Es könnte auch sein, dass es ein Beginn einer, ja, einer langfristigen Bindung ist, ja, zum Beispiel eine Ehe oder dass du einen längerfristigen Arbeitsvertrag unterschreibst, weil hier sehen wir die Stufen und du bist gerade ganz unten. Das heißt, du verpflichtest dich für eine langfristige Bindung. Der Hierophant, die Karte des Stieres, steht für langfristige Bindungen. Manchmal steht er auch für Kontakt mit Ämtern und Vorgesetzten, zum Beispiel mit diesen klassischen Autoritäten, die man so im Staat hat, ne? So Standesamt, Arbeitsamt, whatever Amt.
Und dann haben wir hier noch die Temperance und den Magician. Der Magician besagt, du kannst etwas erschaffen. Und das machst du hier auch. Also man sieht, du hast die Saat bereits gesät. Du kümmerst dich jetzt um diese Pflanze. Du schaust, dass du hier genügend Wasser, Nährstoffe, Sonne etc. dazulässt. Und weder zu viel noch zu wenig natürlich. Und du schaust, dass hier etwas wächst. Und das sehen wir auch hier repräsentiert im Magier. Der Magier ist die große Arcana-Karte für die Schöpfung. Das heißt, du bringst etwas zustande. Du bringst etwas in die Welt hervor, was vorher nicht da war. Etwas, das vorher nur eine abstrakte Idee war. Vielleicht schreibst du ein Buch, vielleicht schreibst du eine Diplomarbeit, vielleicht machst du einen YouTube-Channel, vielleicht designst du Artikel, vielleicht designst du Bilder, vielleicht machst du Skulpturen, es ist egal was. Du bist kreativ tätig, du bist am Erschaffen im Dezember. Und wir haben hier die Karte des Ausgleichs. Das ist übrigens auch die Karte des Sternzeichen Schütze. Das heißt, du hast vielleicht einen Stier oder einen Schützen um dich herum. Oder vielleicht sogar eben diese beiden hier, die wären dann eher Erdzeichen, weil die Münzen stehen für die Erdzeichen. Das heißt, diese Münzkarten, das könnte zum Beispiel sein eine Jungfrau, ein Steinbock oder vielleicht auch ein Stier. Und hier haben wir den Schützen. Und dieser Schütze, der steht für den Ausgleich, ja, also für den Ausgleich zwischen zwei Dingen, für die Balance zwischen den Dingen, ganz genauso hier wie die Sechs der Münzen, ja. Und du suchst hier vielleicht Ausgleich oder Balance zwischen Geben und Nehmen, zwischen Arbeiten und Ruhephasen, zwischen wie viel Zeit verbringe ich mit dem Partner, wie viel mit den Kindern. Du versuchst Ausgleich zu schaffen in deinem Leben, ja. Und manchmal steht das auch für das Abwägen und Entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten. Dann haben wir noch die Königin der Kelche auf dem Boden des Decks. Du hast eine sehr gute Anbindung, sowohl nach unten in die Erde als auch nach oben in die höheren Sphären. Du findest diese Ausgeglichenheit dazwischen und du bist auch ein bisschen, du hast ein sehr starkes Gespür, eine sehr starke Verbindung zur Anderswelt. Du machst die Augen zu und fühlst einfach und du weißt gewisse Dinge. Ja? Du kannst mit deinem Bauchgefühl gewisse Dinge vorhersagen, was dir, wenn du wirklich in Aktien investiert hast, hier auch hilft. Ja? Du kannst vorhersagen, was passieren wird und weil du eben hier diese Nasenlänge vorne bist, hast du einen Vorteil gegenüber anderen Leuten, die dasselbe tun wie du. Wir haben hier auch die Karte der Konkurrenz und der Konflikte. Das heißt, ganz ohne Konflikte wird der Dezember nicht verlaufen. Aber ich habe hier eher das Gefühl, dass es eine Konkurrenzsituation ist, die dir Spaß macht, die dich antreibt. Ja? Und wir haben hier die Königin der Schwerter. Das heißt, wenn du irgendwelche schwierigen Gespräche hast, findest du die richtigen Worte. Diese Karte unterstützt sehr bei allem, was zu tun hat mit Sprache, mit Schrift, mit Worten, mit gesprochenem Wort, mit Kommunikation im Allgemeinen. Das heißt, wenn du schwierige Gespräche hast, vielleicht Gespräche über eine Gehaltserhöhung, vielleicht Gespräche mit einem Anwalt oder mit einem Richter, weil irgendein Konflikt gelöst werden muss. Ja, wir haben hier ja auch daneben die Karte des Konfliktes. So hilft dir diese Energie, die richtigen Worte zur rechten Zeit zu finden. Und auch das Schweigen ist hier impliziert. Das heißt, nicht nur, dass du weißt, wann du welche Worte anwenden musst, sondern auch, wann du besser schweigst. Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr für dich. Ich werde jetzt hier noch eine positive Affirmation für dich ziehen, mein lieber Witter. Für den Dezember eine positive Affirmation für den Witter. Eine positive Affirmation für den Witter, bitte. Okay, die ist ja sehr energetisch rausgekommen. Ich kultiviere Gefühle von Mitgefühl, Liebe und Dankbarkeit, steht hier. Ich kultiviere Gefühle von Mitgefühl, Liebe und Dankbarkeit. Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr für dich. Hab einen schönen Dezember. Danke für dein Like unter diesem Video und natürlich auch für dein Abo auf dem Kanal. Und wir hören uns. Tschüss.